Test. Bei Autotest Schwaben haben wir den Audi A6, gebaut von 1997 bis ins Jahr 2004. Die erste Generation des Audi A6 war eigentlich ein Audi 100. Wir erinnern uns damals das Facelifting. Hier haben wir den ersten richtigen Audi A6, kam 1997 auf den Markt. Zunächst als Stufenhecklimousine, kurze Zeit später dann auch als Avant. Wir haben hier einen Avant mit 2,5 TDI Motor und sage und schreibe 468.000 Kilometer. Bei den Motorisierungen gab es einen 1,8 Liter Benziner, es gab ihn auch als 1,8 Turbo, es gab einige V6 Modelle wie den 2,4 und 2,8 Liter V6. Dann gab es im TDI-Bereich den 1,9 TDI, den 2,5 TDI, den es ja hier mit ca. 150 PS oder 163 PS gegeben hat. Ja, der Audi A6 dieser Generation, wie er 1997 vorgestellt wurde, gab es sowohl mit Schaltgetriebe und Tiptronic. Hier haben wir eine schöne Automatik. Tiptronic funktioniert sicherlich noch tadellos. Die große Stärke des Audi A6, vollverzinkte Karosserie, kann kaum rosten. Wenn ein Audi A6 rostet, ist er meist ungepflegt. Dieses Fahrzeug beginnt an den Kanten etwas zu rosten, aber das ist noch im Rahmen hier vorne und auch hier ein bisschen durch Steinschlag, Aufwirbelung im Radkasten. Eine typische Rostproblemzone beim Audi A6 ist hier am Dach. Ja, hier gibt es schon erste Korrosion am Dach. Das sieht eher nicht so schön aus hier. Ja, gut, das ganze Fahrzeug ist eher ungepflegt. Der hat einige Beschädigungen. Ist ja ein Audi A6, wie man ihn sich nicht wünscht, in Sachen Zustand. Ziemlich runtergerockt, aber er fährt noch. Er fährt noch, er wird sicherlich durchaus noch einige Jahre fahren können, wenn er denn nicht irgendwann verschrottet wird durch die Abwrackprämie. Der Innenraum ist meist robust, hier gibt es wenig Probleme. Solide Verarbeitung, gute Polsterungen und auch sonst ist der Audi hart im Nehmen. Er ist ein richtig solider Kombi. Tja, zu den Stärken und Schwächen Audi A6, wie er gebaut wurde von 1997 bis ins Jahr 2004. Zu den Stärken, solide Motoren durchweg. Es gibt wenig Probleme mit Rost dank vollverzinkter Karosserie. Dann bietet er eine Top-Qualität. Er fährt sich hervorragend, ein super Fahrwerk. Er bietet viel Ausstattung meist an. Insgesamt, wie gesagt, ein hervorragender Kombi. Schwächen, ja, durchaus im Alter geschuldet. Rostansätze sind möglich, auch trotz vollverzinkter Karosserie. Wirkliche Schwächen birgt eigentlich nur die Vorderachse, die häufig mit ihren, wie die Vierlenker-Vorderachse, häufig ausgeschlagene Gelenke sind hier die Probleme bei diesem Fahrzeug. Tja, und auch Elektrikprobleme, defekte Fensterheber können vorkommen. Kaputte Wischermotoren, es sind häufig Kleinigkeiten, die bei diesem Fahrzeug oft kaputt gehen. Dennoch bekommt der Audi A6, gebaut von 1997 an bis ins Jahr 2004, 3,5 von 5 Sternen und einen empfehlenswert.